gewünscht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen hier nach dem Hessen-Derby zwischen den Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim. Der Endstand 6:2, Strafen Kassel 4, Bad Nauheim 10, das Ganze vor 4.490 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches, das ist Patrick Kujala als Trainer des EC Bad Nauheim, Entschuldigung, und natürlich unser Headcoach Rico Rossi. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast, Herr Kujala, ein paar Worte zum Spiel. Ja, gratuliere erstmal Rekord mit unserer Mannschaft für den Derby-Sieg. Es war wirklich keine 6-2-Spiel, wie es jetzt normalerweise aussieht. Wir haben gut gearbeitet, 60 Minuten lang. Natürlich 4-1 so zurück. Nach 4-2, Entschuldigung. Ich habe vergessen, was die Schiedsrichter wussten auch nicht, ob das Tor ist oder nicht. Ja, 4-2 zurück. Wir haben also uns geglaubt. Und natürlich das 5. Tor war so knapp. Und leichter Rebound, leere Tor. Danach ist es schwer, natürlich 5-2 gegen Kassel zurückzukommen. Wir haben sehr, sehr offen das letzte 10 Minuten natürlich gestaltet, wollten noch vorne alles werfen. Und meine Mannschaft hat wirklich von Anfang bis zum Ende gut gearbeitet. 5 gegen 8 waren wir anfangs nach meiner Meinung besser, aber dann natürlich noch ein paar merkwürdigen Entscheidungen von den plus 3 da. War es auf einmal offen aus. Dankeschön. Ich wiederhole es an der Stelle nochmal. Wir müssen das die eine Saison jetzt noch durchziehen. Die Trainer können dir sagen, was sie wollen. Das bitte unkommentiert. So, ich gebe das Wort weiter an Rico. Ich denke mal, wir haben ein unheimlich intensives Derby gesehen zwischen zwei starken Mannschaften. Ich denke, man kann sagen, 6:2 hört sich gut an, verdient. Man könnte auch sagen, 6:1. Ich denke, 4.500 haben gehört, eine Sirene, bevor er drin war. Aber ist halt so, wie es ist. Wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja gut, eigentlich nicht schlecht. 6:2, ein super Ergebnis in einem Derby. Die ersten Drittel war sehr eng und da waren ein paar Schlüsselsituationen in dem Spiel. Die erste Überzahl und sofort ein Tor. Und hast du sofort die Momente in deine Richtung. Dann ein sehr wichtiges Unterzahlspiel und das bleibt wie so. Und dann kommen wir wieder mit unseren Tors und zwei Schnelltors in der zweiten Drittel zum 4-1. Und dann eine Schlüsselphase oder Schlüsselsituation war auch die 4-2-Tor, das wir kassiert haben am Ende in die Drittel. Wir haben nicht überreagiert, wir waren nicht schockiert oder sauer. Wir haben in die Kabine gegangen, ist die Entscheidung. Recht oder falsch ist die Entscheidung, wir kennen nichts davor und wir haben wieder unser Spiel geliefert. Und das wird sehr wichtig für uns. Und dann natürlich die 5 Tore zu schießen, dann ist das Spiel vorbei in 5-2. Aber diese Tore sind nicht Zufallprodukt, die sind ein Byproduct, ein Ziel, das wir machen für unsere Trainings und unsere Spiels, dass wir durch die Scheibe zum richtigen Tor bringen, mit viel Netzu und Ziel geschrieben, und das haben wir gemacht. Und von der schießen wir unsere Tors. Das schaut schlecht an für die Torwärter mit den Abschuss, aber wenn die Torwärter konstant mit Netzug und Netzug und Netzug und Schuss und Nachschuss, dann irgendwann macht er seine Fehler. Und das haben wir provoziert heute. So, ein sehr guter Victory für uns und das freut mich für die Jungs. Ja, du hattest es eben schon angeführt mit Scheibe zum Tor, die Torhüter die Sicht nehmen. Da hast du natürlich jetzt genau das Richtige verpflichtet, einen Mann, der 1,95 Meter in Natur groß ist, 2 Meter auf Schlittschuhen. Wie zufrieden bist du mit Peter Flach oder Peter Flash, wie auch immer man das nennen möchte? Er sagt selber, er ist tatsächlich so. Aber gut, lassen wir das dahingestellt. Wie zufrieden bist du mit ihm? Musst du ja sehr sein. 2 Spiele, 2 Tore. Ja gut, der ist immer noch im Warm-up. Der hat in Dresden 5 Stunden im Auto von Regensburg gekommen. Der hat sie in die zweite Drittel aus der Kabine gekommen. Und ich habe ihm einen Wechsel gegeben, sein erster Wechsel. Und dann habe ich eine 2 Minuten Bankstrafe bekommen und habe ihn sofort zu der Banker geschickt. So, das war sein erster Wechsel. So, es ist kein super erster Wechsel für Peter. Aber Peter hat ein sehr wichtiges 2-2-Tor gemacht in Dresden und auch wieder heute ein sehr wichtiges Tor. Und der passt zu unserem Profil. Der ist kein Star,
Der ist kein überragender technischer Spieler, aber der ist gerade Linie zielgeschrieben in Mannschaftsdienst. Und das ist unsere Mannschaft. Bravo. Bravo. Okay, vielen Dank, Rico. Gibt es denn Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Nein, das ist nicht der Fall. Gut, dann habe ich noch die Ergebnisse aus den anderen Partien. Fischtown Penguins Bremerhaven gegen den FC Isersee 6:3, das ist der Endstand. ESV Kaufbeuren gegen Star Wars Rosenheim im zweiten Drittel 1:2. EV Landshut gegen die Dresdner Eislöwen, Endstand 2:5. Ravensburg Tower Stars gegen die Eispiraten Krimitschau im zweiten Drittel steht 3:0. Heilbronner Pfeifen gegen die Lausitzer Füchse im zweiten Drittel 1:1. Und Bietigheim Steelers gegen die Löwen Frankfurt, Endstand 3:2. Unsere nächste Partie am kommenden Freitag, 19.12.19:30 gegen die Star Wars Rosenheim. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen dritten Advent. Unseren Gästen gute, sichere Nach Hause, hätte ich beinahe gesagt, gute Heimfahrt. Ein paar Mal sehen wir uns noch diese Saison. Ihnen allen, wie gesagt, schönen Abend noch, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss.